Buongiorno, meine kleinen Macaronis, zu einem neuen Part von Captain Toad, TT, der Treasure-Tracker. Wir befinden uns immer noch in Episode 2, gehen aber nochmal ins erste Buch von Captain Toad zurück, denn wir haben da noch etwas zu erledigen. Etwas, elementar Wichtiges, möchte ich doch mal behaupten. Nämlich, wie wir sehen können, haben wir ja hier alles Mögliche eingesammelt. Nur der geheime Goldpilz fehlt hier und später fehlt noch ein geheimes Teil. Ich habe... Also, es ist... Wir gehen einfach mal rein und wir werden sehen... Yeah! Wir werden sehen, wo sich das dämliche Mistvieh versteckt hält. Ah, okay, ich kann auch mit dem Steuerkreuz, alles klar. Interessant. Dafür gehe ich jetzt erstmal hier. Wir müssen nach oben natürlich. Schnell, 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 schnell. Und runter. Da sind wir schon auf dem richtigen Weg. So, jetzt müssen wir mal kurz innehalten. Einmal kurz verschnaufen. Und nanu. Nanu, was ist das denn? Nanu, was ist denn das? Das ist ja... Ah, oh, das ist ein Goldpilz! Nein, sag an! Ich könnte kotzen, könnte ich, ey. Ohne Scheiß, ich könnte so geiern, so göbeln. Das glaubst du gar nicht. Ey, das ist so ein... abgefucktes Versteck, ne? Wenn man da nicht genau hergeht oder drauf leuchtet, dann ist das echt gemein. Nur mal so nebenbei, ne? Also, Alter. Auf jeden Fall, da ist der Goldpilz gewesen, den man ja Ewigkeiten hier gesucht hat und yay! Ah! So ein verdammtes Versteck und ich habe es nicht gefunden. Yay! Aber jetzt habe ich es ja. Ich freue mich. Ich bin begeistert. Oh! Cool. Warte. So. Da gehen wir wieder hier für Chaos sorgen mit. Yay! Mit Münzenwaren. Er schenkt uns wieder mal einen kleinen Pilz. Ich danke dir, mein Freund. Und wir beeilen uns mal diesmal. Hallo, sammle doch ein! Mann! Scheiße! Hätte ich die sofort erwischt. Ich musste sie mit Toad selbst berühren, nicht mit der Spitzhacke. Egal, ja, Münzen! Und zwei Leben! Yay! Wollen wir mal nach vorne blättern? Halt, das war. Ah, also, war doch richtig. Halt! Ne. Aber wieder dahin. Hier muss ich sagen, hatte ich schon den richtigen Ansatz. Und wie richtig der Ansatz war, das werde ich jetzt erst einmal zeigen. Weil, wenn wir hier schon mal zocken, dann würde ich auch natürlich alles Mögliche zeigen können. Ich hasse euch. Oh, den Falschen erwischt. Wie mich keiner verfolgt. Einfach mal alles abgrabbeln hier. Ich bin Münzgeil, denn ich bin Captain Toad. Yay! Wir beeilen uns auch extra, damit wir hier möglichst schnell durch sind. So. Einmal kurz die Kamera drehen. Hallo, du da. Mach mich groß. Machen wir mal. Wie war das nochmal? Wie war das denn nochmal? Ach, ich kann das Licht aus- und anmachen. Das ist ja cool. Irgendwie so ging das doch nochmal. Warum geht das jetzt nicht? Hallo? Eigentlich müsste jetzt der Hebel nach unten gehen.
Hallo? Warum geht der Hebel nicht nach unten? Der leuchtet so verdächtig. Eigentlich müsste der Hebel nach unten gehen. Hallo? Ich fühle mich verarscht. Hör auf, immer zu applaudieren. Der Hebel geht nicht nach unten. Ich bin gerade etwas verwirrt. Warum geht der scheiß Hebel nicht nach unten? Das hat doch letztes Mal geklappt. Ich kotze. Upsa. Ja, Alter. Halt, ich will raus. Das ist doch jetzt voll scheiße. Warum geht der Hebel nicht nach unten? Das hat doch letztes Mal geklappt. Geh wieder rein in diesen verkackten Zug. Ich will das endlich haben. Ja, du mich auch. Dann muss ich da als ganz groß reingehen. Keine Ahnung. Das ist nämlich auch voll scheiße. Irgendwie gemacht. Du Verrecke. Keiner sieht mich. Es ist dunkel und ich bin unsichtbar. So. Machen wir ganz schnell an Fräulein Piepmatz vorbei. Hä? Warum geht das denn nicht runter? Alter, ich könnte kotzen. Eigentlich soll das runtergehen, dann kommt dann der verkackte Lebens... der One-Up-Pilz da oben raus. Muss ich die Scheiße verstehen? Komm schon, warum machst du es nicht? Warum muss ich da drauf tippen? Habe ich da versehentlich drauf getippt oder? Tatsächlich, ich muss drauf tippen. Ah. Drauf tippen, drauf tippen. Ah, es leuchtet. Ich bin so doof, ey. Ich habe aber auch wirklich allen Scheiß vergessen. Ich sollte nicht so lange Pausen zwischen den Aufnahmen machen. Das ist nicht gut. Drauftippen. Es ist ja auch extra noch so farblich am Leuchten, wie die ganzen Dinger zum Drauftippen. Ich bin so doof. Da, der ist auch am Leuchten. Ah, ich bin so doof. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall endlich alles, was wir brauchen, um weiterzukommen. Halt. So. Ich wollte eigentlich den da. So, dann hätten wir das, ja. Das hat jetzt doch länger gedauert, als ich dachte. Na du? Okay. Ja. Ach so. Ja, okay. Ist ja das letzte Kapitel, bevor es hier reingeht. Stimmt ja. Eine Zeitvorgabe. Es gibt eine Zeitvorgabe. Habe ich da gerade richtig gesehen? 17 Sekunden? Willst du mich verarschen?
eine Zeitvorgabe. Komm, das machen wir ganz schnell. Ich wollte eigentlich im Spiel selbst weitermachen. Hallo, oh, das ist doch unfassbar dumm jetzt gewesen. Alter. Hängen geblieben am Pfosten, der Pfosten, das ist ja... Jetzt beeilen wir uns aber mal. Und wir haben die Zeitvorgabe geknackt, sehr schön. Kriegen wir eigentlich was dafür, wenn wir alle Zeiten knacken? Das wäre doch interessant zu wissen, ne? Bestzeit. Ja, yeah, wir kriegen ein Sternchen. Toll. Gehen wir aus dem alten Buch von Captain Toad raus. Jetzt haben wir drei goldene Captain Toads. Das machen wir erstmal mit Episode 2 Captain Toadette weiter. Holzweg, das war unser letzteres. Das hatten wir auch. Und nebulöse Zeichen im Hinterhof. Damit geht's weiter, wie im letzten Part versprochen. Noch habe ich ja Zeit dafür. Halber Part ist für anderen Kram draufgegangen. Aber das hier schaffen wir noch ganz schnell. Luft holen. Und... Oh yeah! Dann wollen wir mal... Ach du Heiliger. Das ist ja jetzt mal sehr interessant. Da unten ist übrigens ein Football-Schack. Zwei sogar. Zwei Football-Fucks. So, schön vorsichtig. Wer weiß, ob wir hier in eine Falle latschen. Und ich glaube, ich möchte erst einmal da rechts den bearbeiten. Ich muss sagen, die Entscheidung war wirklich sehr richtig. Sehr geil. Machen wir mal jetzt hier einen Schnelldurchlauf. Kann ich auch hierher? Tatsache. Aha, okay. Alter, was seid ihr für Kaputte? Oh, ich wollte dich nicht kaputt machen. Wah, komm schon. Yeah. Demolition Man. Wie einfach hier alles aus dem Weg räumt. Komm schon. Give me a favor. Wah, ich muss schnell weg hier. Wah, ich bin klein und fein. Lass mich in Frieden. Alter. Das ist ja wohl des Wahnsinns, ne? Des Wahnsinns, Wahnsinns, fette Beute. Idiot. Den werden wir los. Und dann können wir jetzt endlich hier weitermachen. Ah. Ah, okay, wir rutschen runter. Cool. Ah, hier. Okay, cool. Nett. Ah, hier. Okay, cool. Nett. Ein Vogel. Er wird gesucht. Der diebische kleine Arschkopf. Sehr schön. Oh yeah. Oh yeah, ich bin klein. Zu klein. Alle Schlammschlurfer besiegt. Jawoll. Nee, 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 nee. Ich freue mich. Wollen wir mal weiterblättern im Kapitel? Gib nicht auf, Toadette. Natürlich nicht. Nasser Spaß im Wasserpark. Yay. Dann wollen wir mal. Here I go. Oh yeah.
Kann ich mich hier hinsetzen? Nein, schade. Also wenn wir nichts dafür kriegen, weil wir auf Zeit spielen, nur mal so nebenbei, dann werde ich das nicht machen, weil ich bin nicht so der Fan von diesen dämlichen... Ja, ich muss auf Zeit gewinnen. Okay, ich darf nicht so drauf. Okay, alles klar. Ich werde es bemerken. Yay! Sehr schön. Okay, hier ist uns nichts versteckt. Alles klar. Halt, ich muss doch da hoch, ich blöd, Mann. Einmal da rein. Dann sind wir jetzt hier. Da ist unser Sternchen. Und das Sternchen, das haben wir Gernchen. Oh. Okay, alles klar. Das erinnert mich doch irgendwie stark an Mario 64 mit dem Wasser verschieben. Aber es gefällt mir. Erstmal hier rein, dann sind wir hier oben. Verdammte Scheiße, habe ich nicht aufgepasst. Jetzt muss ich noch einmal hier hoch. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht sterbe. Jetzt bin ich ja sehr empfindlich. Hallo, warum bist du nicht? Lass mich raten, weil du doof bist, bist du nicht. Du solltest doch rechts rein. Also die Abkürzung nehmen, ne? Jawohl! Genauso, du Blödine. Schnell, 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 schnell. Ja! Das war knapp. Das war wirklich sehr knapp. Holy shit, aber ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Wo bin ich eigentlich? Ach da, ich bin noch in der Ecke. Gut, dass die Toads unendlich lange die Luft anhalten können, sonst würden sie jetzt absaufen. Also unsere Klosett würde jetzt eiskalt abnüppeln. Und das wollen wir natürlich nicht. Oh, das waren Münzen. Habe ich eiskalt verkackt. Halt, Vorsicht, Peilung, Peilung. Machen wir mal die Nahansicht. Warum kann ich das Licht nicht ausmachen? So, hätten wir alles eingesammelt. Ich würde mal auch stark vermuten, dass der Goldpilz unsere geheime Aufgabe ist. Oder kann ich unter Wasser einfach nicht das Licht ausmachen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja doof und zurückgeblieben. Ich weiß es nicht. Komm schon, geh da rein. Folgt mir hier entlang, ihr kleinen Spinner. Hier bin ich. Hier. Hallo. Ja, genau hier. Ihr seid so doof. Ihr seid so gnadenlos behämmert. Yeah. So behämmert. Ich mag euch nicht, ihr stinkt! Wie Schimmelpilz. Oh yeah! Level beendet! Uhuhu! Das war Spaß im Wasserpark. Oh. Scheiße. Komm, das machen wir nochmal ganz schnell. Das ist ja jetzt voll die Verarsche, ey. Ich fühle mich gemobbt. Ich weiß ja nicht, wie du dich fühlst, aber ich fühle mich gemobbt. Darum werde ich jetzt erstmal das Wasser hochsteigen lassen und dann werde ich sie alle mit der Spitzhacke zerhacken. Dann bin ich der hackfleischhassende Zacker. Der hackpilzhassende Zacker, besser gesagt. Yay, auf die Parkbank. Dann lassen wir mal den Goldpilz da unten goldig sein. Ist mir egal.
folgt mir! Yeah, wir haben jeden gekillt. Ja, wir können nur außerhalb vom Wasser das Licht an- und ausmachen. Okay. Würde ich mal sagen, mit diesem glorreichen Triumph über alle Goombas besiegt, verabschieden wir uns von diesem Part. Wir sehen uns morgen im nächsten wieder bei Flussfahrt am Bergpass. Wird bestimmt voll lustig und total schräg, wenn ich die Hammerbrüder sehe. Hey, ich freue mich. In dem Sinne, Arrivederci und bis morgen. Tschüss.